Hallo Leute, heute stelle ich euch die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens vor, den deutschen Teil Belgiens wie ein Titel beschrieben. Die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens hat mehr als 70.000 Einwohner bei einer Dichte von 91 Einwohner pro Quadratkilometer. Die offizielle Sprache dieser Gemeinschaft ist Deutsch. Die Hauptstadt der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ist Eupen. Die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens besteht aus 9 Gemeinden. Die Gemeinschaft ist eine föderale Einheit des belgischen Staates. Die für die Denkmalpflege ihres Territoriums, die Beschäftigung, die archäologische Ausgrabungen und die Aufsicht über die 9 Gemeinden und die Polizeizonen der deutschsprachigen Gemeinschaft zuständig ist. Diese Gemeinschaft hat ein Parlament, das aus 25 von der Bevölkerung gewählten Abgeordneten und Mitgliedern anderen Kammern wie des Europäischen Parlaments, des Föderalen Parlaments, den Wallonischen Parlaments und den Provinzrates von Lüttich besteht. Der Zweck des Parlaments besteht darin, Dekrete zu beschließen und das Handeln der Regierung zu kontrollieren und in den Haushalt der Gemeinde einzugreifen. Die Gemeinderegierung besteht aus 4 Ministern, darunter einem Ministerpräsident, der Olivier Pasch ist. Um sich in dieser Gemeinschaft fortzubewegen, müssen Sie belgische, französische Sprache oder niederländisches sprachige Transportunternehmen nutzen. Die Gemeinde hat keine Hymne, keine Wappen oder Motto, aber ein Logo, das den deutschen Namen repräsentiert. Ostbelgien und eine O mit grün und hellblau wie ein Fluss.